Dann fahren wir halt Panzer. Was könnte schon schief gehen? Es springt jemand ab, landet auf uns und messert uns zu Tode. Ja, messert die Klappe kaputt. Wenn ich es nicht bei einem der, weiß nicht, ob es Battlefield 1 oder 2 war, aber auf einer LAN mal gesehen habe, wie sich da zwei bekriegt haben, mit Flugzeug. Der eine hat den einen abgeschossen, der ist auf den Tragflächen gelandet und hat dann die ganze Zeit in sein Flugzeug gemessert und er ist ihn nicht wieder losgeworden. Das sah sehr geil aus damals. Interessant. Vor allem den beiden zuzugucken, wie sie sich da gegenseitig durch den Raum anschreien. Nach dem Motto, verdammt, Mist, geil, hör ich auf, mein Flugzeug zu messen, fall endlich runter, ach, stirb, endlich explodieren. So was. Also die hatten sich gut, die beiden. So, da oben ist sowas. Oh, es zielt auf uns. Ich fürchte aber, er wird repariert. Okay, vielleicht auch nicht. Also links sind welche und oben müssten auch noch welche sein. Jo, rechts. Ich verpiese mich aber hier mal, das hat so ein bisschen was von Base Wave. Ja. Au, und ich krieg's den Pöter. Gib Kit. Wo ist der Möter? Da hinten! Oh, ich hab, glaube ich, einen Kopftreffer noch verpasst. Schade, den treffe ich jetzt nicht mehr. Ja, Face. Badaba. Ein Tech Panzer hinter uns her. Hinter uns? Ja, der fuhr, also müsste jetzt auf der Parallelstraße sein. Da auf der anderen Seite bei Alpha war er eben jedenfalls. Der lügt ganz gewitzt und gemein. Doch, ach, ich hätte gedacht, du schleißt dich jetzt von hinten an. What? Kann mich ja nur an Dinge anschleichen, der Kelly. Ich sehe. Und Little Bird. Ja, ungünstig. Alter. Little Bird wird repariert! Ich glaube raus. Ja. Was zur Hölle? Ach, der hat Hydras drauf. Ich wundere mich, was das Ding für einen Schaden an dem Panzer macht. Huiuiuiui. Ich will noch in deine Richtung laufen, schießen sie nochmal auf deine Leiche. Der ist noch nicht tot genug. Die Kinder haben halt schon mal wieder die totale Lufthoheit, das ist echt nervig. Oh, hallo Heli. Gott, wie ich diese Little Birds hasse. Ja, und tot. Dreckiges Scheißzeug. Ja, und direkt wieder tot. Na toll. Ich lebe noch, aber glaube auch nicht mehr sehr lang. Ja, es rumst hier jedenfalls. Ich join da mal wieder nach. Yay! Gott, dieses Spiel. Das ist ihr klar auf Pressekonferenz. Mann bewirft FIFA-Präsident Blatter mit Geldscheinen. Auch nicht schlecht. Du kannst ja mal den Ösi aus seiner Abstellkammer holen, wenn du magst. Er will ja nicht. Ach, er will nicht. Gehe ich mal von aus, sonst wäre er ja da. Weiß man nicht, ob er reinkommt, wenn wir in der Aufnahme drin sind. Aber theoretisch, Problem ist nicht. Schauen wir mal, ob ich bei dem auf der Seite rauskomme. Und da mal treten kann. Also er ist jetzt gerade vor mir, ich spring vor ihm rum, so ein freundlich begrüßend. Er guckt nur irritiert.
Keine Ahnung, ob er den Squad-Chat anhat. Ich habe ihm gerade geschrieben, das Ösilein darf sich im TS einfinden. Das Ösilein. Er antwortet, kann gerade nicht, hier ist Krieg. Aus dem Grund soll er sich hier einfinden. Was? Oh, da war eine Claymore, wo ich runtergesprungen bin. Ah! Stirb, Sniper. User joined your channel. Sei mir gegrüßt. Hier ist kein Krieg oder was, Ösichen. Lasse dir mitteilen, das Ende der Welt ist gekommen. Ja, wir haben es eingeläutet. Ich habe eine gewisse Teilschuld. Hauptsache noch DPS. Das OK-Miechen hat seinen ersten MVP gekriegt. Ich habe es denn da abgezockt, dass das zu uns zustande gekommen ist. Ich habe 200 Punkte zu wenig gemacht, um es zu werden. Was ist passiert? Die Punkte, die 800 Punkte, die er auf den letzten Drücker noch rausgeholt hat, haben leider nicht mehr gereicht. Ich hatte 1000 Vorsprung. Jetzt haben sie es aber gerade mit den Quadbikes. Meine Güte. Aua, aua, aua. Hüpf, hier. Und hüpf, und hüpf. Und up and down. Wow. Wow. Wie viele Leute hocken denn da bitte in den Ding drin? Das habe ich mir gerade auch gedacht. Ich schieße auf einen und vier, kommen um die Ecke und schießen auf mich. Autschen. Wenn man jetzt mal ein MG4 gehabt hätte. Ja, finde ich. Kann sein, dass wir die irgendwie aus dem Spawn schon absnappen. Teilweise. Au. Auf mir ins Kreuz zu schießen. Böser Junge. Au. Da ist eine Betonwand zwischen uns. Unterlasse er dies. Ich hab dich gesehen. Gott, wie viel Fußvolk ist denn hier noch auf Echo, dass das nicht gekappt wird? Hier. Hä? Was? Wie zur Hölle? Ich hol dich mal mitten schnell. Oh. Nein, du holst mich gar nicht. Jetzt hast ich hab mich, den danke. Ja, den anderen, da lag noch einer dabei. Weißt du, ich hol nicht dich, wo ich über dir stehe, sondern den, der 2 Meter weiter entfernt liegt. Ja, die Netzmechanik ist etwas arg seltsam. Was, Little Bird? Okay. Oh wei. Das ist wieder irgendwo... Fußvolk, einen habe ich. Die explosive Variante der Austrian Airlines. Schon recht. Und es kommt auch wieder ein Quadbike. Joch, Kill Assist. Darf ich hier hier unten im Haus sitzen sie drin. Einer ist weg, der andere kommt gerade Richtung der Treppe gelaufen. Läuft jetzt aber wieder dahin, wo ich seinen Kollegen abgeschossen habe. Und ist jetzt bei mir. Und rennt hoch. Jo. Hier ist Happy, wenn du willst. Ja, gleich.
Da war schon wieder einer. Wie kommen die denn hier immer wieder her? Bisschen Strecke zwischen mich und den Rest bringen. Also hier Spawn-Beacon hört man hier nirgends. Eine Tour spawnt hier auf dieser Ecke. Komisch. Hat er schon wieder geschossen? Komisch. Da hinten wird geschossen. Erstmal den machen und dann gucken, was unser Kollege da hat. Der Kollege hat gerade den Ösi. Bombs, was ist denn hier los aus? Der Typ tot? Scheint tot zu sein, ja. Ich glaube, er hat ihn dann doch noch gekriegt. Das ist eine Leiche. Da hinten ist schon wieder irgendeiner. Ja, Sniper. Ist gespottet. Zwei hier sind dort. One to go. Two down, zero to go. Bis auf die drei hinter dir, ne? Wie kann die 17, die noch nachspawnen. Ganz von hier, das ist das Problem. Ich hab schon versucht, aber. Irgendwo hockt dann wieder einer hinter dem Blumentopf. Ich kenn das doch. Wie der da? Ja, hier ist noch einer drin. Meiner. Ja, ich hab's gesehen, dass das ein Kill-Assist war. Oh, da schießt schon wieder was auf uns, glaube ich. Ja, so halb Charlie hoch. Da war auch noch einer. Dahinter ist der nächste. Da ist noch einer und hinter euch ist auch noch einer. Jo, der hat Meech. Liegt da draußen rum, falls irgendwer in die Nähe kommt mit Britzel. Immer dankt. Wo immer hin ist, er ist weg. Alpha kommt im C4-Bike. Hat sich selbst gesprengt. Die kriegen mich nicht! Geronimo! Oder einer hat eine C4-Ladung angeschossen. Keine Ahnung. Brauchst aber schon ein größeres Kaliber, dass das C4 hochgeht. Mit dem er reicht eigentlich. Weiß nicht, ob dem er reicht, ob du nicht mindestens Sniper brauchst. Also mit Sniper geht's auf jeden Fall, mit dem er habe ich es noch nicht getestet. Da liegt ein toter Ösi. Ich habe keinen Medic dabei. Ich bin zu weit weg. Oh, und jetzt fangen sie an mit Smoke und sonstigem Zeug. Dich ungünstig. Okami, du kriegst Panzer von links, Attack Heli und die Anti-Erste auch noch. Ne, der Panzer hat mich gesehen, verdammt. Ach nee, es war ein anderer. Bertolome. Ach, auf dem scheiß Dach hocken sie auch schon wieder. Kinders. Dieses Dach gekämpft, das müssen wir aber nochmal rauserziehen. Ich frage mich, du musst. Ja, okay, du kümmerst dich um Tank. Au. Nö, der Tank hat mich gerade durch die Säule MG'd. Der Panzer ist da übrigens noch. Wer auch immer mich gerade geretzt hat, hat einen Arschtritt verdient. Schön, dass er den Panzer legt. Ist doch putt jetzt. Ablenkungsmanöver funktioniert. Das gibt aber Abzüge in der B-Note. Ich wollte hier Strand aufsnappen die ganze Zeit. Ja, ich. Gehe aus dem Kohli. Du siehst nur seinen Hut, aber er hat eine Hitbox bei mir. Er muss sich nicht so weit drüber gehen, dass man den Kopf sieht. Ja, jetzt rennen drei Leute von uns daher und machen ihn weg. Ja. Erst will's keiner und dann wollen's alle. Ja, kaum wenn ich ihn laufe, ne? Denn er fliegt die ganze Zeit die gegnerischen Chats vom Himmel. Okay, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen. Hab ich für mich selber?
einmal 30 Kartoffelpuffer für den Okami. Von hinten direkt bei mir. Keine Ahnung, wo der jetzt hergekommen ist. Jo, komplettes Magazin ist drin. Er rennt gerade noch. Jo, und jetzt ist er tot. Ach man, jetzt muss er wieder laufen. Arbeit, oder der Greg, schmeißt uns über Alpha ab. Das wäre auch eine Idee. Müsst ihr einsteigen. Ich weiß nicht, wo die generische Flagge ist. Ich hol kurz Echo noch mit und komm dann so, mal. So, ich geh raus. Echo hat ja noch Quadbikes, das passt. Auf geht's. Ich bin mit dem Heli geschnappt, um hier die Dächer zu sammeln. Sie muss eine Menge sein, wieso? Ich alleine reiche schon mal nicht zum Cappen. Jui! Ich fühle mich hier so allein. Muss erstmal das Fußvolk töten, das auf dem Weg zur Alpha steht. Nein! Ah! Oh, den habe ich ja nicht mehr erwischt. Angeschossen war er gut, aber. Jo. Einen habe ich drin, es sind noch drei Leute, mindestens einer mit der Schrotze. Tja, mal gucken, ob's Taxi in die Nähe kommt. Wenn es geht. Wohin willst du? Alpha. Danke. Oh. Die haben die Flak, zwei Panzer dort alle im Spawn stehen. Ja, die haben da so einige stehen. Bravo ist gerade echt. Wenig überlaufen. Okay, Delta sind mindestens zwei. Alpha ist auch ganz viel Spaß. Ja. Zwei waren zu viel. Bring es noch einer. Au. War doch schon wieder zur Tür raus. Wieso? Tja, Ösi, MVP Nummer 2. Ne? Ja, gut, das ist jetzt echt spät gekommen, bin, das zählt ja nicht. Bin ja Midgame erst reingekommen. Ja, ja. 15-8, das ist ja noch bei mir positiv. Ich hole mir was zum Saufen. Mache das. Ja, Weltuntergang unterstrichen. Yep. Und mal gucken, ob der Textmarker noch dazu kommt. Level 99 auch noch dazu bekommen. Ja, siehst du mal. Noch ein Level, dann kriegst du die ganzen komischen Assignments noch.